dann willkommen zurück zum zweiten Teil dieser Einführung oder dieser einführenden Videos. Jetzt soll es darum gehen, was wir tatsächlich an Inhalten genauer behandeln werden in der Vorlesung und in der Übung, also im gesamten Modul, und wie das durch das Skriptum unterstützt wird, wie Sie diese Inhalte im Skriptum wiederfinden. Das Skriptum ist neu, ist komplett neu, es hat nichts mehr mit dem Skriptum der letzten Jahre zu tun. Und dieses Skriptum ist, und ich habe das im letzten Video schon erwähnt und vorher schon skizziert, in vier große Themenbereiche unterteilt, die sich mit den unterschiedlichen Aspekten des Communications Engineering beschäftigen. Wenn wir uns das genauer anschauen, haben wir einmal diese technische Infrastruktur, die ich vorher erwähnt habe, also diesen Themenbereich 1, der da mit Computernetzwerke überschrieben wird. Das ist das Erste, womit wir uns beschäftigen werden. Der Themenbereich 2, der vorhin so salopp mit Software oder Informationssysteme überschrieben war, der heißt im Skriptum Abstraktionsmodelle für verteilte Kommunikation zwischen technischen Systemen. Es geht also darum, durch Softwaremittel die technische Komplexität der verteilten Kommunikation zu verstecken und das Ganze so handhabbar zu machen, dass man es in Informationssystemen so nutzen kann, wie man im Wesentlichen Benutzerinnen und Benutzer nur mit einem einzelnen System zu tun hätten. Der Themenbereich 3 wendet sich dann auch ein bisschen von der Technik und nimmt die stärker betriebswirtschaftlich, organisatorisch motivierte Perspektive ein. Wir haben den vorher als Enterprise Architecture Management bezeichnet. Hier im Themenbereich 3 heißt er Enterprise Architecting. Und der Themenbereich 4 fügt dann diese Komponente hinzu, die wir vorhin mit Mitarbeiter Mensch bezeichnet haben, also wie konkret Arbeit unterstützt werden kann, wie Arbeit gestaltet werden kann. Das ist der vierte Themenbereich, den wir uns anschauen werden. Dem vorgelagert gibt es noch ein Grundlagenkapitel, das so Begrifflichkeiten klärt, Grundkonzepte, vor allem aus technischer Perspektive einführt, das also da drüber liegt und mit technischen Grundlagen bezeichnet ist oder mit Themenbereich 0 überschrieben ist. Die Grundlagen wären das dann. Diese vier, oder wenn man die Grundlagen mitzählt, diese fünf Themenbereiche, die sind wiederum untergliedert in einzelne Themen. Also jeder Themenbereich ist identisch aufgebaut, beginnt damit, dass es Überblick zum Themenbereich gibt, der mir kurz zusammenfasst, was denn die Themen sind. Zu jedem Thema selbst gibt es eine kurze Einführung der eigentlichen Inhalte und jedes Thema, und auch das ist neu, schließt mit Fragen zur Selbstkontrolle. Fragen zur Selbstkontrolle sind Fragen, die so formuliert sind, wie sie gegebenenfalls auch in der Prüfung formuliert werden, und wenn man die Fragen beantworten kann, dann sollte man auch tatsächlich bei der Prüfung dann kein großes Problem mehr haben. Jedes Thema oder jedes Kapitel, das ein Themenbereich abdeckt, das wiederum schließt mit einer integrativen Fallstudie, die sich über die gesamten Einzelthemen nochmal versucht, eine praktische Perspektive drüber zu legen und zu schauen, wie die alle zusammenhängen und wie man es in der Praxis anwenden kann. Also, wir haben die vier großen Themenbereiche, diese Container, die wir haben, und innerhalb dieser Themenbereiche gibt es einzelne Themen, haben wir gesagt, und zu dem Thema dazu gibt es dann jeweils, oder zu den Themen dazu innerhalb eines Themenbereichs gibt es dann jeweils die Fallstudie. Genau. Das Ganze viermal zum Grundlagenthemenbereich, weil er sehr abstrakt ist, gibt es dann noch keine Fallstudie. So, das Skriptum ist grundsätzlich so aufbereitet, dass man es von vorne nach hinten
durcharbeiten kann, ohne dass es irgendwelche Vorwärtsabhängigkeiten gibt. Das heißt, wir führen alle Begriffe, alle Konzepte ein, bevor wir dann später wieder darauf Bezug nehmen. Das ist einmal so weit gelungen. Deswegen beginnt das Skriptum auch mit den technischen Grundlagen, damit man später, wenn wir uns aus betriebswirtschaftlicher Sicht dem Enterprise Architecting nähern, auf diese technischen Grundlagen aufbauen können. Jetzt gibt es noch weitere Möglichkeiten, die Inhalte zueinander in Beziehung zu setzen, und das haben wir im Skriptum aus zwei Perspektiven gemacht. Das eine ist die sogenannte soziotechnische Sicht, die wir uns gleich anschauen werden. Die soziotechnische Sicht, hoppla. Die soziotechnische Sicht versucht, die Inhalte in dieses Dreieck zwischen Organisation, Technik und Mensch einzuordnen. Die zweite Perspektive, die wir drüber legen, über das Skriptum, über die Inhalte, die wir uns anschauen, ist das des Enterprise Architectings. Dort gibt es Herangehensweise in Schichten. Bei der Herangehensweise in Schichten unterteilt man normalerweise in ganz grob, gibt es unterschiedliche Ansätze, aber ganz grob drei Ebenen. Das ist die Unternehmensebene oder die Business-Ebene, das ist die Anwendungs- oder Applikationsebene, und das ist die Infrastrukturebene oder die technische Ebene. Und auch hier lassen Sie die einzelnen Themen einordnen. So, die erste Strukturierung, die wir uns anschauen und an der wir uns die Inhalte jetzt im Detail einmal anschauen, ist vielleicht tatsächlich dieses Technik-Organisation-Mensch-Dreieck, das wir vorher gerade skizziert haben. Normalerweise wird es bezeichnet als MOT oder MTO-Dreieck. MTO-Dreieck, also Mensch, Technik, Organisation. Und wir sehen hier farblich dargestellt die einzelnen Themenbereiche. Also alles, was die gleiche Farbe hat, ist ein Themenbereich. Alles, was dann ein Kästchen ist mit einer bestimmten Farbe, ist ein Thema innerhalb eines Themenbereichs. Die Pfeile stellen inhaltliche Abhängigkeiten dar. Das heißt, es wird mal ein Thema, von dem ein Pfeil ausgeht, angeschaut haben, bevor ich das Thema mir anschaue, wo der Pfeil jeweils hingeht. Und was dann vielleicht noch auffällt, ist, dass es Kästchen gibt, die strichlierte Outline haben, und Kästchen gibt, die durchgezogenen Rahmen haben. Die unterscheiden sich insofern, als dass die mit dem strichlierten Rahmen eher auf die Konzeptbildung eingehen, also eher konzeptuell theoretisch orientiert sind, während die mit dem durchgezogenen Rahmen dann schon sehr konkret werden, auf konkrete Technologien, Methoden, Anwendungen eingehen, also auf konkrete Handlungsbefähigung abstellen, irgendwo dann schon Richtung vor allem der Übung gehend. So, wenn wir uns das im Detail jetzt einmal anschauen, beginnt das Skriptum mit diesem hellblau-türkisen Teil. Das ist dieser Grundlagenthemenbereich, wo es um die grundlegende Begriffsklärung geht. Wir gehen dann weiter, nachdem wir uns die Gestaltungsprinzipien angeschaut haben, nachdem wir uns ein sehr grundlegendes Konzept angeschaut haben, das in verteilten Systemen sowohl technischer als auch sozialer Natur, nämlich den Schichtenarchitekturen zum Verbergen von Komplexität, die dort immer wieder eingesetzt werden. Nachdem wir uns das angeschaut haben, gehen wir Richtung der technischen Infrastruktur, der technischen Grundlagen. Der Themenbereich 1 beschäftigt sich mit Netzwerktechnik, also wirklich die grundlegende Infrastruktur einzuführen, und zwar von Grund auf. Das heißt, wir werden uns die Grundlagen der Computernetzwerke anschauen, dann Schichtenmodelle für Netzwerktechnologie betrachten. Im Themenbereich 3, jetzt werden wir konkret, geht es dann um das Ethernet, also die Netzwerktechnologie, die heutigen Netzwerken vor allem im lokalen Bereich sehr oft zugrunde liegt. Dann um das IP, das Internetprotokoll, mit dem
das Internet betrieben wird, dann das TCP in der Kombination mit IP, die gängigste Protokollkombination für Anwendungen im Netz. Und letztendlich dann konkrete Anwendungsprotokolle, die, mit denen wir eher unmittelbar was zu tun haben, nämlich das HTTP, dann das DNS, das Domain Name Service, also das Telefonbuch im Internet, und TLS als der Transport Layer Security, also das, der Verschlüsselungsdienst, das, was uns HTTPS zum Beispiel zur Verfügung steht. Das werden wir uns da genauer anschauen. Es geht dann weiter in den roten Themenbereich, das war Software, auch da wieder zwei einleitende, konzeptuelle Kapitel, die sich damit auseinandersetzen, welche grundlegenden Kommunikations- und Verteilungsmuster es denn gibt und wie man denn ganz grundlegend von Netzwerkkommunikation durch Software abstrahieren kann. Da gibt es unterschiedliche Modelle, die werden wir da einführen. Danach wird es wieder konkret und wir werden dann immer abstrakter. Das heißt, wir verbergen die ganze Netzwerkinfrastruktur im Hintergrund immer stärker, beginnen mit der grundlegendsten Variante, das sind die Remote Procedure Calls, gehen dann weiter zu Web Services. Das ist dann der Bereich, wo wir schon bei heutigen Technologien sind, und leiten dann einerseits über zu Abstraktionsmodellen im Enterprise Computing, das heißt, wie jetzt mit Hilfe von serviceorientierten Architekturen diese Web Services verwendet werden können, um Applikationslandschaften im Unternehmen zu schaffen. Und andererseits als ganz kurze Einführung, das ist T2.5 hier am Rand, Koordinationsmodelle in Software, die lose gekoppelte verteilte Systeme ermöglichen. Also verteilte Systeme, die sehr leicht skalierbar sind, sehr leicht erweitert werden können und wo die Komponenten sehr unabhängig voneinander sind. Da gibt es unterschiedliche Ansätze und die werden wir uns ganz kurz, sehr kompakt anschauen. Von dem Themenbereich 2 verabschieden, oder mit dem Themenbereich 2 verabschieden wir uns dann von der technischen Dimension und gehen stärker in die organisationale Dimension, also in die betriebswirtschaftliche Sicht, und starten mit dem Enterprise Architecting. Führen das Thema mal grundlegend ein und betrachten dann unterschiedliche Rahmenwerke, also Frameworks, die fürs Enterprise Architecting vorgeschlagen werden. Dazu muss man wissen, dass das ein sehr breites Feld ist, sehr unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten gibt, und wenn man so alles zusammenzählt, man irgendwo zwischen durchaus im akademischen und praktischen Bereich auf 30 bis 40 unterschiedliche Frameworks kommt, die grundsätzlich zum Einsatz kommen können. Wir werden uns da zwei konkrete rausgreifen. Einmal das ganz grundlegende, historisch erste Framework, das Zeichmann Framework, das eingeführt worden ist irgendwann, ich würde sagen in den 80er Jahren, und das TOGAF als heutiger de facto Standard für Enterprise Architecture Frameworks. TOGAF ist dann auch eine nette Überleitung zum Themenbereich 3.3, das ist Archimate. Archimate ist eine Modellierungssprache, die für Enterprise Architecture Management konzipiert wurde, schafft damit ein Stück weit wieder den Link zu PKM. Es geht wieder um Modellierung, soll aber diese Modellierungsthematik im Kontext des Architekturmanagements, im Kontext dieses TOGAF-Frameworks unterstützen. Und dann kommen zwei sehr konkrete, an Fallstudien aufgehängte Themen. Das eine greift noch, wenn man in diese Schichtenarchitektur, die ich vorher kurz beschrieben habe, denkt, nach oben hin, das heißt Richtung strategische Ebene, und beschäftigt sich damit, wie man Enterprise Architecture Management im Unternehmen einführen kann. Das andere schafft die Verbindung zur Technik, des 3.5er, und setzt Enterprise Architecting in Zusammenhang mit serviceorientierten Architekturen zur Realisierung von Informationssystemen. Und letztendlich im Themenbereich 4 fügen wir dem Ganze die operative Unterstützungsfunktion hinzu. Das heißt, wir schauen uns dann konkrete Instrumente, Werkzeuge an, die Arbeit in Unternehmen, kollaborative Arbeit vor allem, unterstützen kann. Auch dazu wieder zwei konzeptuelle Kapitel. Einmal das Mensch-Technik-Organisationsmodell, das wir schon die ganze Zeit hier verwenden, um den heute zu diskutieren, nochmal konzeptuell eingeführt. Und dann grundsätzliche Strukturierungsmuster für die Gestaltung von Arbeitssystemen, Arbeitsprozessen und deren Unterstützung mit Computern.
Daraus abgeleitet zwei grundlegende Unterstützungsansätze. Das eine ist das Workgroup Computing. Darunter fallen alle Werkzeuge, die die Kollaboration und Kommunikation von Menschen untereinander unterstützen sollen. Und das zweite wäre Ansätze des Workflow Computing. Da schlagen wir sehr konkret wieder die Brücke zu PKM. Es geht um Workflow Management, also jene Systeme, die menschliche Arbeit entlang der Geschäftsprozesse unterstützen. Also nicht vom Menschen ausgehen, sondern aus der organisationalen Perspektive kommend. Mit dem Themenbereich 4.5 greift man dann aktuelle Entwicklungen auf und führen nochmal ganz kurz in den Bereich Social Collaboration und Enterprise 2.0 ein. Das heißt, wie denn mithilfe moderner Webtechnologien die Zusammenarbeit in Unternehmen unterstützen kann. So, das ist ganz grob der Überblick entlang dieses MTO-Schemas. Ich habe vorhin erwähnt, es gibt nur eine zweite Möglichkeit, nämlich das Ganze aus Architektursicht zu betrachten. Das ist Enterprise Architecture Management als Grundlage der Strukturierung herzunehmen. Wir haben hier exakt gleiche Struktur, es sind ja die exakt gleichen Abhängigkeitspfeile, die exakt gleichen Verbindungen. Wir sehen aber hier, dass die Strukturierung ein bisschen andere ist. Dieser technische Teil, den wir vorher ganz oben an der Spitze bei T platziert gehabt haben, der ist jetzt hier in der Infrastruktur- und Technologiearchitektur verortet. Da fliegt eine Mücke. In der Infrastruktur-Technologiearchitektur, also ganz unten in der Enterprise Architecture verortet. Darüber gelagert der Themenbereich 2 für die Anwendungsarchitektur und dann ganz oben, wenn man sich die Unternehmensarchitektur, die Organisationsstruktur und das Geschäftsmodell des Unternehmens anschaut, nebeneinander der Themenbereich 3, der eben die organisationale Ebene abdeckt und der Themenbereich 4, der die Zusammenarbeit, die Mitarbeitersicht abdeckt. Daneben gelagert, weil nicht wirklich einordnenbar und in alle Themenbereiche reingreifend, dieser Grundlagenbereich, vor allem mit den Schichtenarchitekturen, die überall hin ihre Verbindungen haben. Diese Sichtweise ist vielleicht die, die ein bisschen besser strukturiert, was wir, wenn wir auf das erste Video zurückdenken, mit Communications Engineering erreichen wollen. Wir wollen erreichen, dass ihr diese Schnittstellenfunktion wahrnehmen könnt, dass ihr also sowohl die Unternehmensebene als auch die Technologieebene versteht, um auf der Anwendungsebene adäquate Unterstützung anbieten zu können. Wir nehmen deswegen genau diese Struktur in der Folge wieder her, um in den einzelnen Themen dann die Details nochmal zu betrachten. Wichtig an der Stelle ist vielleicht nochmal, dass die vertikale Anordnung der einzelnen Themen nicht zufällig ist, sondern die ganz bewusst gewählt ist. Also alles, was sich näher an den Grenzen zwischen den Schichten befindet, geht eher in diesen Übergangsbereich rein. Also nimmt genau diese Schnittstellenfunktion wahr. Alles, was sich in der Mitte behandelt oder befindet oder oben oder unten befindet, das ist tatsächlich, so wie ist er nicht ganz unten, reine Technologie oder die Einführung von Enterprise Architecture Management ganz hier oben eher reine Betriebswirtschaftslehre. Ja, soweit zur groben Struktur. Ich würde empfehlen, Sie das immer wieder im Hinterkopf zu behalten, immer wieder mal anzusehen, um einordnen zu können, wo denn die einzelnen Themen herkommen und wie die zu verorten sind. Gut, danke. Und im letzten Video wird es noch um die Lehrveranstaltungsorganisation an sich gehen.